Ich habe sehr lange gebraucht, um das Bauhaus in seiner ganzen Breite und Komplexität zu verstehen. Und das sind ja wirklich auch enorm unterschiedliche Bereiche, die dort zum ersten Mal innovativ entwickelt werden. Also mir war wichtig, dass wir bei der Neuauflage das Buch vor allem um Bilder vom Leben und von den Menschen am Bauhaus vermehrt haben.